Und die nächste Wolke. Über den Wolken. Ach, da ist die Starcoin. Raus. Oh, oh. Verdammt. Und schon bin ich weg. Verdammt. Haben sie mir den Boden unter dem Arsch weggezogen. Guten Morgen, guten Morgen. Wir machen hier weiter in den Kandisminen. Reus, Gefahr am Fließband, irgendwas. Ich muss erstmal wach werden hier. Oh, Münzen. Münzen aus der Lava. Oh, oh. Oh, die hätten mir, die verdecken hier die Starcoin. Ist da oben rauf? Ist da was? Gucken. Oh, ein Ab. Wer hätte es gedacht? Oh, oh. Die Jungs hier, ne? Im Übrigen habe ich gesehen, die sind überhaupt nicht neu. Die gab's bereits schon in Super Mario World. Also diese komischen Schildkrötenpanzer mit Stacheln. Die sahen da nur ein bisschen anders aus, weswegen ich sie nicht gleich erkannt habe. Ah, hier oben Münzerei. Was denn sonst? Hier ist auch Münzerei. Jetzt ist halt die Frage, geht's da oben rein oder nicht? Geht's da oben rein? Geht's da rauf? Ich hab keine Ahnung. Geht's hier rauf? Nein. Aber es geht hier doch mit Sicherheit rauf, oder? Oh oh. Ja, es klappt noch, es klappt noch. Ich trau denen ja zu, dass wir hier irgendwo eine Starcoin versteckt haben. Ah, da ist eine Röhre. Guck mal in die Röhre. Und da ist die Starcoin. So. Okay. Wenn man zu langsam ist, kommt man nicht mehr ran. Ich verstehe. Ich verstehe, aber es bleibt genug Zeit. So, was ist da hinten drin? Ein Ab oder wie oder was? Ja, natürlich. Was denn sonst? Was denn auch sonst? Ist hier oben noch was? Ist halt die Frage, wer ist da unten reingegangen? Ich habe nicht geguckt. Schade, schade, habe ich verpasst. So, Red Coin Gedöns. Mal schauen, ob ich sie bekomme. Vielleicht kriegen wir ja ein hübsches Power-Up, aber ich glaube nicht, ich bin so langsam. Ah, ich bin so langsam. Check the point. Check the point und zwei Star Coins. Das ist doch schon mal gut. Und hier ist ein Power-Up. So, jetzt kriegen wir den Kunden hier mal ein. Einfach nur so zum Spaß, weil er mir auf den Keks geht. Hotheads! Lang nicht mehr gesehen. Oh, was machen da oben die Knochen trocken? Warum sind die da oben? Okay, hier kommt ein Rätsel. Hier ist ein Switch. Ja, Milex. Milex. Hatte das jetzt was zu bedeuten? Kam jetzt da irgendwo eine Starcoin raus? Keine Ahnung. Ups, ich wollte darauf. Ich wollte darauf schauen. Habe ich eine Starcoin jetzt verpasst? Durchaus möglich, ne? Weil hier ist ja schon. Hier ist ja schon die Boss-Tür. Verdammt. Da ist halt jetzt die Frage, ob ich mich töten soll. Ob das nicht gescheiter ist. Mich töten. Mich zu töten. Mich töten zu lassen. Wie auch immer. Ich gehe jetzt mal hier sterben. Machen wir vom Checkpoint nochmal weiter. Hier muss noch irgendwo die dritte Starcoin sein. Schauen wir mal. Irgendwo muss sie sein. Und ich denke mal, das hat was mit diesem Switch zu tun. Mit diesem Switch-Gedöns. Ich habe bloß keine Ahnung, wo da die Starcoin genau ist. Ja, es ist mal wieder die dritte, die nicht ohne weiteres zu bekommen ist. So. Ich müsste halt wissen, wo sie ist. Nein, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich sehe hier keine Starcoin. Ha. Möglich, dass ich auch voll auf dem Holzweg bin und dass die Starcoin woanders ist. Und dass ich mir das jetzt nur einbilde. Aber sie muss ja hier irgendwo sein.
Irgendwo muss sie hier ja sein. Aber wo? Ich sehe hier nichts. Sie fällt hier auch nirgends runter. Nein, ich sehe hier nichts. Dann weiß ich auch nicht. Oder geht's da rein? Nein, dann weiß ich auch nicht, Leute, wo die Starcoin ist. Dann weiß ich das auch nicht. Da unten? Da unten ist was? Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn da raun? Da raun. Wie komme ich denn da rüber? Muss ja irgendwie möglich sein, da rumzukommen. Interessant. Braucht man dafür das Hasenkostüm, wollte ich jetzt sagen. Den Naga-Anzug. Braucht man dafür etwa das Eichhörnchen, das Flughörnchen jetzt. Mann, ich werd vergesslich. Ja, ich bin halt einfach nur nicht ganz wach. Und schlaf noch halb. So, der hat hier, alter Schwede, der hat hier die Panzerfaust. Was ist denn das hier? Roy McClure ballert uns mit der Panzerfaust ab. Steht ja auch mal wieder auf. Mann, oh Mann. Wir werden hier gepanzerfaustet. Gepanzerfistet quasi. Ungeil. Komm, steh auf. Der braucht aber lang, bis er aufsteht. So. Wir haben Roy gebasht. Oh, Hintergrund sieht interessant aus. So, jetzt schauen wir mal, wie wir da an die dritte Starcoin kommen. Da braucht man vermutlich das Flughörnchen-Item. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Es sei denn... Ich glaube, ich weiß, wie man rankommt. Ich kann mich dran erinnern. Mir fällt es jetzt gerade so ein, nachdem ich hinten den Weg sehe. So, jetzt können wir hier erstmal speichern. Jetzt probiere ich immer was aus, weil ich glaube, ich weiß, wie ich ans Flughörnchen komme. Wie ich an die dritte Starcoin komme. Und zwar auf diese Art und Weise. Ist ein bisschen unkonventionell. Aber ich glaube, so geht es hier. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, stimmt's? Genau. Irgendwie schon geil gemacht, so ist es ja nicht. Eisblume. So. Zum hier gucken. Verdammt, schon bin ich down. Da ist die Starcoin, man muss schnell genug sein, sonst wird hier alles verbaut. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Das ist ja mal geil, oder? Das ist ja mal geil. Das ist auch so eine Starcoin, die ich nicht gefunden hätte, wenn ich sie nicht schon normal gesucht hätte. Verdammt, und wieder an derselben Stelle. Eieiei, da braucht man gutes Timing. Also wäre dieses Spiel blind, hätte ich hier die Starcoin nicht von selbst gefunden. Dann hätte ich wahrscheinlich wieder online nachschauen müssen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob ich damals online nachgesehen habe nach dieser Starcoin. So. Ich bin so langsam, stimmt's? Verdammt. Verdammt, ist das mies. Aber wir kriegen es. Wir kriegen sie, die letzte Starcoin. 100 Brote. 100 Brote knacken wir das hier. Fließbänder. Nein, mein Blitz. Fließbänder, wer hat sie erfunden? So, wenn ich mich jetzt da herstelle, passiert mir doch im Normalfall nichts. Und dann müsste ich eigentlich... Komm, schnell. Jawohl. Und schon haben wir die Starcoin. Jetzt müssen wir halt den Roy-Kampf nochmal machen, oder? Ich glaube schon. Ja, wir müssen nochmal gegen Roy kämpfen. Ist auch ein bisschen mies gemacht, dass wir jetzt den Endboss zweimal machen müssen, aber was soll's. Egal, dafür ist es ein lustiges Gimmick. Die Frage ist halt echt, ob man mit dem Flughörnchen oben drüber fliegen kann über die Mauer und sich dann das ganze Gedöns sparen kann, das weiß ich nicht. Wäre aber interessant herauszufinden.
irgendwann einmal in einem Let's Play in 5 bis 10 Jahren. Werde ich sowieso nochmal dran denken. So. Der Panzerfister. Der mysteriöse Panzerfister. Mann, braucht der lang. Und dabei ist er nicht mal schwer. Man muss eigentlich nur drüber springen. Eigentlich muss man nur springen und warten, bis er aufsteht. Der ist genauso schwer wie Bum Bum. Und schon ist er down. Das war's. Mario Number One! So, ein weiteres Level abgeschlossen. Eine weitere Welt abgeschlossen. Nur ganz 100%, glaube ich. Ich glaube, hier fehlt noch die eine oder andere Starcoin. Können wir mal nachschauen? Was sagt denn die schlaue Liste? Also in Level 7 fehlt noch eins und dann könnte noch das eine oder andere Secret Exit hier irgendwo schlummern. Na gut. Wir gehen auf in die Wolkenwelt, hätte ich gesagt. Limonadendschungel, genau, hier machen wir weiter. Hier ist das erste Level der Zuckerwatte-Wolkenzone. Ah ja, das ist schon ein Zungenbrecher. Ein Himmel voller Blöcke. Oje, oje, das hört sich aber böse an. Ein Himmel voller Blöcke könnte Schwierigkeiten bedeuten. Schauen wir mal. Oh, die Jungs. Die Jungs A-Hörnchen und B-Hörnchen. Und da kommt auch noch das C-Hörnchen. Schmoxe, ne. Aber wir hätten hier Chancen auf einen Eichelpilz. Ups. Oh, Scrollerei ist auch dabei. Hier ist schon mal ein Eichelpilz. Den könnte man brauchen für ein anderes Level noch. In dem noch eine Starcoin fehlt. Ihr erinnert euch an den letzten Part. Ist für mich schon ein paar Tage her. Nichts. Oh, Trampolin. Müssen wir das mitnehmen? Komm, das ist weg. Ach, wir hätten... da oben ist... Starcoin. Oh, die zweite? Vermaledeit. Wo ist die erste? Vermaledeit. Schon wieder eine verpasste. Mit Sicherheit hätten wir oben mit dem Trampolin in die Röhren gemüsst. Oder in eines der Röhren. Na gut, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Check the Point. 2 Starcoins vorm Check the Point. Das ist ungewöhnlich. Aber kam jetzt in diesem Game schon das eine oder andere Mal vor. Jetzt müssen wir aufpassen, ob sie nicht hier irgendwo eine Starcoin so verbauen, dass man nicht mehr reinkommt. So, das ist schon lustig. Das Level ist durchaus lustig. Doch, mir gefällt's. Mir gefällt die Mechanik. Mir gefallen bloß diese scheiß Hörnchen nicht. Und die nächste Wolke. Über den Wolken. Ach, da ist die Starcoin. Raus. Oh oh. Verdammt. Und schon bin ich weg. Verdammt. Haben sie mir den Boden unter dem Arsch weggezogen. Sacrebleu. Sacrebleu. Also nochmal das Ganze. Dieses Mal in klein. In klein ist es ein bisschen gemein. Aber schaffbar. Das heißt, hier bekommen wir erstmal einen Pilz, oder? Jawohl. Jetzt muss ich gucken. Kann es sein, dass ich da nicht mehr ans Item komme. An die Starcoin. Ach, da geht's nicht rein. Okay. Ja, dass sich die Wände und so weiter erst aufbauen, ist ein bisschen mies. Wenn man es blind spielt, ist es semi-optimal. So. Machen wir das Ganze hier schneller. So. Hier geht's nirgends rein, gell? Ja, ist es möglich, dass es durch eins dieser Röhren geht, aber das wäre schon ein bisschen übel. Hier sind ja eine Milliarde Röhren. Die habe ich jetzt... Ich habe jetzt keine Lust, die alle abzuchecken. Außerdem haut mir dann unterm Arsch die Wolke ab. Und was mache ich dann? Sterben. Was denn sonst? So. Und nun machen wir uns auf die Suche nach der ersten Starcoin. Ja, oh yeah, Mario Time sieht ein bisschen aus wie ein Russe, unser Mario, mit dieser Uniform. Oder wie der eine Bösewicht aus Street Fighter, wisst ihr, wen ich meine? Oh, wir haben hier wieder mit Schnapstal das Ziel erreicht. Gibt's wieder ein Item.
Ein Pulserl. Schwammerl. Schwammerl. So. Gehen wir nochmal rein ins Level. Und suchen die erste Starcoin. Wie gesagt, ich vermute ja, dass das was mit dem Trampolin zu tun hat. Dass wir das Trampolin benötigen. Um dann oben in eines der Röhren zu schauen. Ich glaube, hier war das Trampolin, oder? Nein. Okay, dann war es weiter vorne. Dann war es weiter vorne. So eine Mechanik hätte mir bei Mario Maker auch gefallen. So, wo sich so das Level erst aufbaut. Komm, mach Stampfattacke. Ah, ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Kann ich mich töten gehen? Obwohl, ich hätte auch anderweitig raufkommen können, oder? Ach, egal. Egal. Vielleicht wäre es auch ohne gegangen. Vielleicht aber auch nicht. Ja, langsam aber sicher brauchen wir hier pro Level einen Part. Am Anfang haben wir noch 2, 3, 4 Level in einen Part packen können. Mittlerweile ist es vorbei. Das lässt der Schwierigkeitsgrad inzwischen nicht mehr zu. Gut, war zu erwarten. War zu erwarten, das Spiel war ja von Anfang an um einiges schwerer als seine Vorläufer. Was vollkommen okay ist. Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Ach, Menno. So was meine ich hier zum Beispiel. Gut, das war jetzt nicht schwer, das war dumm. Aber ich verbuch's einfach mal unter schwer und gebe dem Spiel die Schuld. Oder im Pet. Ich gebe dem Pet die Schuld. Tja. Jedes Mal, wenn ich da reinschaue, ist da kein Item. Und ich glaube, wenn ich noch 10-mal reinschaue, wird da auch noch 10-mal kein Item drin sein. Aber ich probiere es trotzdem. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Es muss jetzt gleich kommen. Jawohl. Und jetzt rauf und das Trampolin mitnehmen. Nimm das scheiß Trampolin mit, Alter, du Blödmann. Er hat es nicht genommen. Er wollte es nicht in die Hand nehmen. Warum? War da Kacker dran oder was? Mann! Nimm das Trampolin! Mach mich schon wieder fertig, unser Italiener. So, ich schau nicht rein. Nein. Doschten unterbricht den Teufelskreis. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas Unerwartetes. Also entweder schaffe ich jetzt das Level. Oder ich sterbe an einer Stelle, an der ich noch nie gestorben bin. So. So. Ja, so viel zu dem Thema. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Man kann nicht ablegen, oder? Man kann nur schmeißen. Bös. Ja, oh. Man kann, glaube ich, keine Gegenstände normal ablegen. Man kann sie nur schmeißen. Ablegen ist nur in Mario Maker möglich. Warum eigentlich? Ich meine, wer macht sowas? Warum? Was soll das gut sein? Warum soll man nicht ablegen können? Warum wurde das Ablegen hier in diesem Spiel nicht integriert? Das ist so wie mit nach oben schmeißen. In Super Mario World ging das noch problemlos, Gegenstände und Shells und so weiter nach oben zu schmeißen. Hier geht es nicht mehr. So. Machen wir es ja so. So, und jetzt geht's da rein. Ja, es geht da rein. Ich dachte es mir. Und hier wird auch die Starcoin sein. Okay. Hier ist sie. Sehr schön. Bröckelt der Boden eigentlich ab? Nein. Ja, hätte sein können, dass der Boden wieder abbröckelt und dass man da quasi in einer gewissen Zeit oder Geschwindigkeit durch muss. Sonst schafft man es nicht. Gehst du weg? Alles möglich. Jawohl, Eitelpilz. Einen Eitelpilz für den Doschten. Gehst du weg? Knapp. Gucken wir mal, ob wir dieses Level abschließen mit dem Eitelpilz. Wie gesagt, den brauchen wir ja nochmal. Den lustigen Gesellen. Nachdem ich die dritte Starcoin in dem einen Level so verhunzt habe. Gut, ein rosa Yoshi wäre natürlich auch eine Sache. Aber mit dem habe ich es ja auch nicht geschafft, ich Idiot. Na, was soll's. Ist da oben was drin? Keine Ahnung.
Ist in den Röhren was drin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Zeit zum Schauen. Ich meine, es würde den Entwicklern ähnlich sehen, da irgendwas zu verstecken. Zum Beispiel ein Secret Exit oder so. Ich würde da eins reinhauen. Einfach nur so zum Spaß. Geht weg. Nein, was magst denn du? Jetzt macht er da der Stampfattacke. Warum denn? Ich wollte, dass er loslässt. Naja, er hat ja in gewisser Weise losgelassen. Nur halt anders als geplant. Ist interessant, wenn Mario eine Stampfattacke macht mit dem Flughörnchenanzug. Dann fliegt er nicht mehr. Dann kann man ihn nicht mehr zum Fliegen bringen. Na gut. Na gut, na gut. Das Flughörnchen-Item unterliegt komplett anderen Gesetzmäßigkeiten als beispielsweise der Tanuki oder die Feder. Das ist was, mit dem musste ich erstmal zurechtkommen und bereitet mir hin und wieder immer mal wieder Schwierigkeiten stellenweise. Je nach Problematik und nach dem, was verlangt ist, hat mir in dem Let's Play schon das eine oder andere Mal, ich krieg schon gar nichts mehr raus. Nein. Ich krieg schon gar kein Wort mehr raus, richtig. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden. Oder noch nicht. Wie gesagt, ich bin noch nicht lang wach. Oh, Glück gehabt. Glück, Glück, Glück. Ich bin noch nicht lange wach. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. So. Level geschafft. Gott sei Dank. Oh yeah, Mario Time. So, naja, immerhin 2 Level abgeschlossen. Auf 100%, oder? Jetzt können wir hier nochmal zurückmarschieren, oder? Nein, hier nicht. Ach, wir müssen da rüber. Da geht's zurück zu den Kandisminen. Ich glaube, dieses Level war's, ne? Das machen wir jetzt noch. Ich möchte diese scheiß Duckcoin haben. Das machen wir jetzt noch. Ich möchte sie haben. Ob ich sie bekomme, ist natürlich eine andere Frage. Ich glaube es irgendwie nicht. Aber wir probieren's. Wir werden jetzt mal, wenn wir einen Eichelpilz haben, werden wir dieses Level versuchen. Bis wir die Starcoin haben. So. Weil irgendwann muss man es ja mal schaffen. Also, wir müssen nicht, aber es wäre nett. Es wäre nett, wenn der Doschen das schaffen würde. Wäre schon eine geile Sache, oder? So. So, und da drüber und da rauf. Bis jetzt klappt ja alles. So wie ich mir das vorstelle. Wir sind fast da, wo ich hin will. Und schon ist mein Eichelpilz weg. Sehr schön. Krieg ich nochmal einen? Natürlich nicht. Na gut. Stürzen wir uns in den Tod. Es sei denn, ich probier's nochmal mit einem Panzer. Das ist mit Sicherheit auch mit Panzer lösbar. Ich weiß bloß nicht genau wie. Da muss man megamäßig timen und so weiter. Check the point. Verdammte Preußen, die kann man nicht abballern. Was ist denn das? Das ist aber auch neu, oder? Ja, das sind diese unterschiedlichen Mechaniken zwischen Mario Maker und den normalen New Super Mario Bros. Teilen. Dankeschön. Wenn so weitergeht, sterbe ich auch noch. Die mich hier manchmal ein bisschen aus dem Konzept bringen. Jetzt ist der Panzer weg, verdammt. Egal, wir müssen ja erstmal daher. Genau, wir müssen darauf. So, Panzer. Panzer. Komm, lauf, lauf, lauf. Wir haben sie. Jetzt muss ich bloß überleben. Wir haben sie, Alter. Das war auch mehr Glück als Verstand, aber wir haben sie. Heili, geili. So wollte ich es gar nicht lösen. Das war jetzt die Flucht nach vorn. Oh yeah, Mario Time. Sehr schön. Okay, dann haben wir das Level komplett abgeschlossen. Freut mich. Mit ein bisschen Glück haben wir alles. Ja. Kandisminen 100% abgeschlossen. Alle Sternmünzen aus den Kandisminen geborgen. Das ist doch ein geiler Abschluss für diesen Part. So. Gehen wir daher.
beenden den Part. Im nächsten Part machen wir hier in Zone 2 weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen, euren Adblocker aktivieren und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten.